Fast 22 Jahre auf dem Tacho und immer noch voll fahrtüchtig. Nintendos Mario Kart kommt auf der Wii U jetzt schon in Runde 8 an. Und wie immer stellt sich die Frage, woran haben die Nintendo-Mechaniker dieses Mal geschraubt? Gibt's die ganz große Generalüberholung oder belässt man es einmal mehr beim Feintuning? Die Antwort liegt irgendwo auf dem Mittelstreifen. Auf dem Fahrzeugpapier ist Mario Kart 8 die gemütliche Familienkutsche, in der man schon seit vielen Jahren unterwegs ist. 8 Cups, 32 Strecken, die Hälfte neu, die andere Hälfte recycelte Retro-Kurse. Verspielte Details wie das Zusammenbasteln des eigenen Lieblingsvehikels kennt man ja auch schon. Angesichts optionaler Bikes, Quads und Co. ist der Name Mario Kart mittlerweile eher nur noch Tradition und nicht mehr tatsächliche Spielbeschreibung. Hauptmotivation für Alleinfahrer ist erstmal das Freischalten aller Charaktere. Davon gibt's mit etwa 30 reichlich, wobei die ganzen Baby- und Metallvarianten oder die 7 Belger von Bowser wie Füllmaterial wirken. Zumindest unterscheiden sie sich in ihren Fahreigenschaften und es lohnt sich, einen Liebling samt optionalem Vehikel zu suchen und dann mit diesem zu trainieren. Irgendwann geht euch eure Combo in Fleisch und Blut über und ihr messt euch beim Zeitfahren mit den online verfügbaren Ghosts anderer Zocker. Brot und Butter bleiben aber natürlich die turbulenten Rennen mit Item-Action, Schadenfreude und Kart-Chaos. Nein! Achtung, Panzer! Der Simon, der wird bester jetzt. Der Simon, der gewinnt. Der Simon macht den ersten Platz, weil er einfach geil ist. Jawohl, hier! Wieso bist du denn schon wieder Erster? Hier im Ziel! So, also der jetzt gewinnt, ist der Beste von ganz Mario Kart. Spaß. Ey, es ist so schön. Was willst du denn? Ja, wie ich nur gedisst wurde, wie ich halt 5 Rote gekriegt habe, ey. Souverän in Führung liegend, werde ich nur gedisst. Du weißt überhaupt nicht, wie das ist, wenn man in Führung liegt und gedisst wird. Ihr seht schon, im Grunde ist alles wie immer. Vorne fahren 3 um den Sieg und Eddie spielt auch mit. Tatsächlich bleibt Mario Kart 8 stark auf der eingefahrenen Ideallinie. Das neue Anti-Gravity-Feature zum Fahren an Wänden und Decken ist mehr optisches Gimmick als spielerische Innovation. Alter, man kann auch auf den Leitplanken fahren, da sind voll Münzen drauf. Alter, das ist so lächerlich! Dafür gefallen die neuen Items. Der Bumerang zum Beispiel lässt sich mehrfach nutzen und trifft auch auf dem Rückweg. Die Hupe ist nicht nur Schockwellenangriff, sondern wehrt auch anrauschende Geschosse wie den blauen Panzer ab. Nur doof, wenn man gerade keine Hupe an Bord hat. Nicht schon wieder vom Panzer! Ihr habt mich auch noch erwischt! Du hast mich reingezogen in deine Scheiße! Ja, ich bin schuld, dass ich einen blauen Panzer fresse, einen nach dem anderen, ey. Die Steuerung ist simpel, mit Wiimote allein allerdings ein wenig anstrengend. Zumindest zusätzliche Nunchucks solltet ihr euren Mitspielern spendieren. Dafür ist die Grafik schick, sympathisch und flüssig, auch wenn es ab 3 Mitspielern keine 60 Bilder pro Sekunde mehr gibt. Der Soundtrack wurde von echten Musikern eingespielt und fräst euch schon in den ersten Kurven ein zufriedenes Grinsen ins Gesicht. Gute Laune kann Nintendo halt. Eine nicht nachvollziehbare Gute-Laune-Bremse gibt's aber auch. Seit eh und je kommt Mario Kart mit einem Battle-Modus, in dem ihr euren Gegnern Ballons vom Kart ballert. Nur gibt's in Mario Kart 8 keine Arenen mehr dafür, stattdessen bekriegt ihr euch auf den normalen Rennstrecken. Und die sind dafür schlicht ungeeignet. Man sieht sich kaum, fährt suchend hin und her, eine Karte auf dem Fernseher gibt's auch nicht. Die gehen offensichtlich nicht mehr davon aus, dass es noch Leute gibt im Jahr 2014, die Mario Kart wie früher zu 4 zu Hause auf einem Sofa spielen wollen, weil dafür sind die Karten viel, viel zu groß und total unbrauchbar. Was Nintendo beim Battle-Modus an Aufwand gespart hat, ist dann scheinbar in den Online-Part geflossen. In mehreren Modi könnt ihr euch hier die Reifen wund fahren. Über die neue Mario Kart TV-Option schaut ihr euch zudem Highlights aus Rennen anderer Spieler an. Eure eigenen Videos könnt ihr sogar direkt zu YouTube hochladen. Am Ende des Renntages bleibt Mario Kart auch in der 8. Runde Mario Kart. Mochtet ihr es vorher nicht, wird's euch nicht in Fahrt bringen. Alte Fans und Freunde Straighter Kart-Action finden's fett. Und für so manchen unter euch ist's dank eines speziellen Bundles dann vielleicht der richtige Motivationsturbo, sich eine Wii U zu holen. Ey Jungs, ich hab eine geile Idee. Lass uns noch eine Runde spielen. Ach
eine 10. Ja, das wäre super. Wir arbeiten heute den ganzen Tag mit. Voll geil. Tut mir leid, Leute, aber ihr müsst doch arbeiten gleich. Okay, Spider-Man, dein Weg ist hier zu Ende. Und du hast gleich Mattscheibe. Kein Spider-Film ohne Spider-Spiel. Passend zum Kinostart von The Amazing Spider-Man 2 haben die fleißigen Arbeiterbienen der kanadischen Spieleschleuder Beenox ein weiteres Game auf den Markt geworfen. Übrigens, wer den Kinofilm bereits gesehen hat und Angst hat, alle Story-Wendungen im Voraus zu kennen, kann sich wieder beruhigen. Inhaltlich gibt es so gut wie keine Gemeinsamkeiten, nur das Auftreten bestimmter Figuren überschneidet sich. Und du bist? Max. Max Dillon. Forschungsabteilung. Wenn wir schon dabei sind, der Film ist total solides Action-Kino, nicht ganz auf dem Niveau aktueller Marvel-Werke wie der zweite Captain America, aber mit einem sympathischen Andrew Garfield in der Hauptrolle und ein paar schönen emotionalen Szenen. Ach ja, und Emma Stone als Spider-Freundin Gwen Stacy ist mal so richtig knuffig. Aber zurück zum Spiel. Peter Parker schwingt sich durch einen recht generischen Plot rund um Serienkiller und russische Terroristen. Bekannte Comicgrößen wie Kraven the Hunter, Black Cat und der Green Goblin sind ebenfalls am Start. Und auch Spidey-Schöpfer Stan Lee hat seinen obligatorischen Gastauftritt als Besitzer der lokalen Comicbude. Vielen Dank, Spidey. Immer gerne, Stan. Da Peter nebenbei als Fotograf für den Daily Bugle arbeitet, trägt Spider-Man immer eine Kamera bei sich. Wo genau er den Apparat im hautengen Anzug versteckt, wollen wir erst gar nicht wissen. Im Spiel dürft ihr in diversen Aufträgen euer Geschick als Paparazzo beweisen. Ladidadi, George McCrae macht seine Fässer leer. Das wird ein schöner Fass. Als optionale Nebenaufgabe soll die Fotojagd etwas Pep in den laschen Spidey-Alltag bringen, was nur leidlich funktioniert. Wenn ihr nicht gerade von einem Storypunkt zum nächsten jagt, könnt ihr neben dem Fotografieren eine Handvoll repetitiver Subquests und Sammeleien angehen. Aber immer wieder die gleiche Geisel aus einem Auto zu retten, ist nur semi-spannend. Zeugen zufolge wählte Spider-Man genau den richtigen Moment, um den Wagen zu stoppen. Dass man die Quests trotzdem machen sollte, liegt am verbauten Moralitätssystem. Das Erfüllen guter Taten hält Spidey die Jetpack-Polizei vom Hals, welche ihn sonst permanent anballert. Aber da sich Spider-Man sowieso schon etwas ungelenkt durch die Stadt schwingt, lässt sich der Kontakt mit der Polente und der damit einhergehende Energieverlust kaum vermeiden. Während sich Spidey an der frischen Luft noch recht passabel bewegen lässt, sind geschlossene Räume oft eine ziemliche Qual. Schnell ist die Orientierung dahin und man darf permanent am Kamerastick rühren, um den passenden Winkel zu finden. Die Kämpfe sind übrigens deutlich von Batmans Arkham-Spielen inspiriert, ohne ganz deren Klasse zu erreichen. Die wohl anstrengendste Eigenschaft von Spider-Man ist sein Plappermaul. Egal zu welcher Situation hat er immer einen Spruch parat und drückt seinen Gegnern neben Fäusten eine Beleidigung nach der anderen rein. Kann es sein, dass du gar keine originellen Moves drauf hast? Du bist echt mies in deinem Job. Du hast Mundgeruch. Du musst schuld sein. Ich hab schon gehört, dass du hässlich bist, aber wow, das war untertrieben. Was im Film noch für kleine Schmunzler sorgt, findet im Spiel kein gesundes Mittelmaß und lässt Spidey sogar etwas arrogant und verletzend wirken. Haha, wo sind die Kätzchen in Not? Spidey, komm mal rein. Es gibt hier keine Kätzchen, ja? Aber nimm mal vielleicht Platz. Da ist noch ein Stuhl. Mach's dir bequem. Also, Spidey, deine Freunde haben das Gefühl, dass du dich nicht mehr so ganz unter Kontrolle hast. Ein One-Liner, der lustig ist, mag jeder, ja. Schließlich hat hier auch jeder sein Catchphrase. Ich bin Batman. Auf und davon! Aber bei dir ist es so, dass du einfach nicht aufhören kannst, ja. Also da kommt eine Beleidigung nach der anderen, dann kommt wieder ein cooler Spruch und so weiter. Und
Man muss einfach dir auch mal ins Bewusstsein rufen, dass Worte mehr verletzen können als Fäuste. Deine Sprüche sind wie Kryptonit für Supermans Seele. Ich bin Batman. Wie fühlst du dich, wenn du das so hörst? Mir war das nicht bewusst. Ich werde mich ändern. Okay, das ist schön. Nicht! Macht's gut, ihr Trottel! Der Spinner. Leider gibt's nichts an The Amazing Spider-Man 2, was so richtig aus der Masse heraussticht. Alle Versatzstücke sind maximal Mittelmaß und zusammengenommen ergibt das kein richtig tolles Spiel. Zumindest die Comic-Nerds freuen sich über massig Fanservice und Liebe zum Detail. Uns war die Spider-Spiele-Formel aber etwas zu ausgetreten. Ein Highlight gab es aber dennoch: das größte Mikrofon der Welt. Oh, ist das langweilig hier. Oh, ich schlaf gleich ein. Nichts zu zocken. Es kommt nichts raus. Ich glaube, es gibt gar keine Videospiele mehr. Es ist so unfassbar langweilig. Hallo, Eddie. Hey, Mr. Rabatto. Na? Ja? Wie geht's? Super. Ey, Mr. Rabatto, ja. Ich habe gerade noch überlegt, wie geil das wäre, wenn jemand kommt und vielleicht irgendeinen gratis super Spieletipp oder so hat. Aha. Und was ist dann passiert? Ja, dann bist du gekommen. Okay. Ja. Und? Hast du? Hab ich was. Hast du einen Spieletipp, Mann? Ja, Sekunde, Moment, sorry. Okay. Metal Slug Defense. Taugt das? Ja. Metal Slug sagt dir vielleicht was. Das ist eine coole Ballerserie von Neo Geo, die damals in den 90ern grafisch das Beste war, wo gab. Ja klar, kenne ich. Hatte richtig geile Animationen und einen lustigen Humor. Genau. Und Metal Slug Defense ist jetzt ein Tower-Defense-Spiel mit allen originalen Grafiken und Sounds. Richtig gut. Du hast eine eigene Basis und schickst Einheiten raus, die von selbst Richtung Feind laufen. Jede Einheit hat eine Spezialattacke, die sich erst aufladen muss und die du dann mit einem Fingertouch auslöst. Granaten, Maschinengewehr, Raketenwerfer, Laser. Die Herausforderung ist halt, dass du für jede Mission die richtigen Einheiten baust und deren Skills einsetzt, um den Feind niederzuwalzen. Mission complete. Aber der greift auch mit fiesem Stuff an. Panzerfaustsoldaten, knochenschwingende Yetis, säurespuckende Zombies, Flakgeschütze und Panzer. Es gibt sogar richtig fette Bosse. Alles Zeug aus den originalen Spielen. Genau wie die Mucke. Ja, gefällt mir echt gut, ey. Ja. Und wenn ich das richtig sehe, gibt's halt auch irgendwie so Auflevel-Kram und so, ne? Ja, ganz genau. Du kannst sowohl deine Einheiten aufleveln, als auch deine Basis. Schneller produzieren, höheres Einkommen nach einer Mission oder mehr Verteidigung, so ein Zeug halt. Ja, geil, ey, weil das ist super wichtig. Super wichtig. Und was kostet der Spaß? Nix. Nix? Ja. Ey, aber dann gibt's bestimmt wieder diese In-App-Käufe, Mann. Ja, schon. Du kannst nur so lange spielen, wie du Munition hast. Wenn du die Muni sofort wieder aufladen willst, musst du mit Medaillen bezahlen. Und die wiederum kosten echt Geld. Naja. Aber A, hält die Munition so ein, zwei Stündchen, B, lädt die sich langsam von selber wieder auf und C, kannst du hin und wieder auch Medaillen verdienen. Also ich find's sehr fair. Na gut, Mr. Rabatto, aber ich lese hier gerade ein paar Comments aus dem Netz und da finden es einige nicht so gut. Aha. Ja, guck mal hier. Danny Nabei schreibt, schade, aus dem guten Shooter so ein merkwürdiges Strategiespiel zu machen, ist nicht der beste Weg. Ich hab doch keine Peilung. Tower Defense funktioniert super auf Touchscreen. Ja gut, aber hier zum Beispiel Tom Günther meint, Scheiße und frisst Akku. Aus dem tollen Spiel so einen Mist zu machen, am liebsten 0 Sterne. Ey, hör mal zu, Tom Günther, deine Mutter kriegt 0 Sterne. 0 Sterne für dich. Hör nicht auf die, die haben keine Ahnung. Ja, okay. Ich glaub dir ja, Mr. Rabatto. Ja. Reg dich nicht auf. Nein. Weißt du, was wir jetzt machen? Was denn? Wir gucken jetzt zusammen Nerdquiz. Oh ja, alles klar, zweiter Teil. Hast du Bock? Ja, ich bin gespannt, wer gewonnen hat. Ja, ich bin auch sehr gespannt, wer gewonnen hat. Ja, fang mal ab. Ja, okay. Los geht's. Willkommen zurück beim Nerdquiz. In der letzten Folge haben wir gesehen, wie sich unsere Supernerds heldenhaft durch Frage 1 bis 10 gekämpft haben. Team Eddie legte einen furiosen Start hin, verlor dann aber an Boden, sodass Team Nils und Team Simon aufschließen bzw. vorstoßen konnten. Derzeit liegen Team Eddie und Titelverteidiger Team Nils mit jeweils 5 Punkten auf Platz 2. Team Simon mit 6 Punkten auf der 1. Entsprechend gereizt ist die Stimmung bei Eddie. Und hier kommt Frage 11. Gut, alles klar, wir kommen zu Frage Nummer 11.
Ihr seid bereit, ihr seid fit. Komm, Eddie. Wofür bist du eigentlich da? Keine Ahnung. Das stimmt nicht. Ich bin ein bisschen enttäuscht auch. Ich lese schnell vor. In Portal 2 gibt es 3 verschiedene Gele, die die Eigenschaften von Oberflächen verändern. Bitte nennt Farbe und Wirkung dieser Gele. 2 Minuten ab jetzt. Okay, blau, weiß und gelb. Orange, blau, weiß. Blau, rot und gelb, ne? Seid ihr sicher, dass das gelb ist? Ja, gelb springst du. Orange ist ein Hüpfkissen, glaube ich, ne? Ja, so Trampolin. Genau. Oder? Wann ist die blauen Nur gelb? Ziemlich sicher, dass es gelb gibt. Oder was grün? Aber ist blau nicht das Trampolin? Das blaue ist ein Beschleuniger. Also es gibt schneller machen, also unspeeden. Die blauen machen dich schneller. Also das eine hüpft. Blau ist das Trampolin? Oder durchsichtig machen? Eins hat wieder weggemacht. Da ist man geflitzt. Kann es sein? Oder blau, weiß, orange. Okay, nochmal. Weiß, gelb, dunkel, gelb, rot, grün, orange, blau, blau. Du und deine 3 Sachen immer. Ja, ihr seid ja auch 4 Gehirne. Aber echt jetzt? Was hat Trant sich eigentlich dabei gedacht, eine Frage zu stellen, deren Antwort aus 6 Teilen besteht? Ah, wahrscheinlich gar nichts. Wir kürzen mal ab. Das erste Gel ist blau und lässt Dinge springen. Das zweite ist orange und lässt Dinge schnell gleiten. Und das dritte ist weiß und erlaubt die Erschaffung von Portalen. Alles gewusst, hat natürlich niemand. Das ist die Grundierung gewesen, deswegen auch weiß. Weiß, erlaubt die Erschaffung von Portalen. Hab ich nicht mehr gewusst. Oh fuck, jetzt haben wir die Scheiße. Jetzt haben wir die Dinger richtig. Jetzt haben wir die Fähigkeiten richtig und die Farben falsch. Die Farben falsch. Na gut, immerhin konnten die Fragen 12 und 13 von allen Teams richtig beantwortet werden. Yes. Ja! Richtig. Im Gegensatz zur 14, wo wieder alle durchfielen. Unverändert liegen Eddie und Nils auf Platz 2 und Simon an der Spitze. Weiter geht's mit Frage 15, aber zuerst ein bisschen Werbung. In Half-Life dringen Aliens in unsere Welt ein, doch aus welcher Welt stammen Xenon diese Aliens? Xenon oder sowas? Xenion? Wie 2 Minuten Xena, ab jetzt. Xera, Xabasagel! Xenix. Ja, mit X auf jeden Fall. Ich glaube eher was mit G, nicht mit X. Das sind irgendwie Gorgonen oder so. XE, glaube ich, und danach ein N. Xen. Das ist wahrscheinlich dann der Planet, wo auch die Typen noch wohnen. Und die heißen irgendwie... Xanos? Gorgonen? Wenn für jeden eine Frage ist, welche ist denn eigentlich für mich? Xen... Xen... Xenia... Xena... Ja, das wird wieder jetzt an einem Scheiß... Konsonanten scheitern. Entschuldigung, die Zeit ist leider um. Gorgon. Was ist eure Antwort? Xanos. Bist du sicher? Nein. Ich sage, es ist was mit X und ich, weil ich es nicht mehr genau weiß, sage ich Xenon. Doch aus welcher Welt stammen die Aliens? Darf 2 Minuten ich, darf ich würde gerne lösen. Xen. Ja, okay. Xen. Die Welt heißt... Fuck! Oh, das gibt's nicht. Und die Welt, aus der die Aliens kommen, heißt Xen. Also, wir wissen es natürlich ja, alle. Simon klaut einem einfach seine Frage. Also die hätte ich nicht gewusst. Mir die Harry-Potter-Frage, die Doch, das weiß ich doch aus Half-Life. Warum guckt ihr euch die Antwort nicht an? Da gab es ein kleines Straßenschild mit Xen. Xen. Ja, da ist er doch schon. Ja, da ist er schon, die ganze Zeit. Ja, wir freuen uns mit Absicht. Du hast uns nicht angeguckt. Ach so, ich dachte, ihr freut euch. Ach so, yeah! Alright! Hey, yeah! Don't you know? Die einfachen Fragen, die Raten sind zu schwer. Na gut. Ach, und weil Simon es gerade nannte, hier ist das Xen-Ortsschild aus unserem Half-Life in 60 Seconds Video. Genau hier. Nach dieser und den nächsten beiden Fragen 16 und 17 ergibt sich folgende Platzierung. Titelverteidiger Team Nils auf der 3 mit 7 Punkten, knapp hinter Team Eddie mit 8 Punkten und Team Simon immer noch auf der 1. Jetzt wird's spannend. Team Nils könnte noch gewinnen, wenn es ab jetzt alle Fragen richtig beantwortet und Team Simon hingegen alle Fragen versemmelt. Bringt Frage 18 die Entscheidung? Bravestar. Schön. Marshall Bravestar besitzt 4 Kräfte von Tieren. Welche sind das? So schnell wie ein Puma, so Zwei stark Minuten wie ein jetzt. Bär. Ja. Es ist simpel, denkt simpel. Es ist eine Kinderserie. Auge des Falken. Augen des Adlers. Oder Auge des Adlers. Ich hab bei Adler gedacht. Dann hat er hier die Augen des Falken. Ja, natürlich. Schnell wie ein Bär. Schnell wie ein Puma. Nee, Puma. Kraft des Bären. Ja. Augen eines Adlers, glaube ich. Falken. Adler. Scheiße, ja. Geschwindigkeit des Pumas. Ja. Das ist eine Wühlmaus. Nein, es muss doch cool sein. Bombard. Und Gehör. Ein Büffel? Büffel ist sehr wie Bär. Stinkt oder? Wie ein Büffel? Was hört denn gut? Tiger. Nee, Tiger gab's Hai. Nicht. Tiger gibt's nicht im Müll. Tiger, hi. Hase, Klapperschlange. Und das Gehör eines Hasen. Andere Tiere, Schlange. Was ist denn mit dem Pferd? Da sitzt da zwar drauf, aber was ist mit dem Pferd? Ja, das ist aber schon drin dann. Der Pferd ist ein Roboter. Das
Für was für Tiere hören denn gut? Ja, also Fledermaus auf jeden Fall hochfrequent. Ja. Ears of a Wolf. Ja, und ist Wolf. 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 Das ist der einzige Wolf. Hummer, Wolf? Ja, hören. Oder sowas. Die hören. Okay. Hey. Die Zeit ist um. Okay. Er hat die Kraft eines Bären. Der war stark wie ein Bär. So stark wie ein Bär. Die Geschwindigkeit eines Pumas. Er war sehr schnell wie ein Puma. Puma, so schnell wie ein Puma. Die Augen des Adlers. Die Augen des Adlers. Er hat Augen wie der Adler und ich kann hören wie der Wolf. Und das Gehör. Des Wolfes. Das Gehör eines Tigers. Warum eigentlich kein Luchs? Mann, ey, das fuckt mich gerade ab, ey. Wo? Ja! Jawohl. Speed of the Puma. Puma, yeah. Na gut. Wie na gut. Ist doch das Gleiche. Ihr habt Adler gesagt. Das ist das Gleiche. Oh, aber voll, aber, kann, ist aber wir haben doch. Aber der wahrscheinlich doch sogar der Falke. Das ist das Gleiche. Ist doch dasselbe. Eines Komm, ey. Ein Igel ist ein Adler. Also, wir müssen den Fall, den Adler gelten lassen. Ohren des Wolfes, das hat euch gefehlt. Boah, Daniel. Wieso jetzt? Ja, weil ich genau den Fehler schon mal hatte und haben ihn auch gelten lassen. Sind wir hier beim Nerdquiz oder bei der Ornithologie? Ja, das lassen wir mal gelten. Wie? Ich dachte, also, gesagt, nee, du hast gerade gelten lassen. Zum Beispiel. Du hast jetzt gesagt. Haltet die Schnauze, ihr habt den Punkt. Ja, hier steht ein gebrochener Mann. Schön hast du es gemacht mit deinem Nerdquiz. Ein geiler Urlaub. Was, der Eddie drängt sich immer so drüber. Ja, ich geh jetzt. Nein, Eddie, bleib noch. Ey, komm. 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 Was meinst du, wer das sonst noch weiß? Der Nils? Nee, der Punkt ist euer. Herzlichen Glückwunsch. Sehr gut. Man kann sich gar nicht mehr so richtig freuen, ne? Nee. Nö. So, alles klar. Und auch Frage 19 hatte niemand richtig und so steht fest. Simon nimmt Nils den Pokal ab. Eddie hat verkackt. Schaut euch das Ganze auf GameOne.de nochmal an. Tschüss, bis dann. Und damit ist klar, auf Platz 1 mit 11 Punkten Team Simon. Yeah! Mann, das geht mir so auf die... Eddie? Was? Kann es sein, dass du schon wieder verloren hast? Mann, halt die Fresse, du!